Willkommen zu Balsam für meine Seele, eine Ermutigung für den heutigen Tag. Vor kurzem hatte ich wieder ein Gespräch mit jemand, der sagte, ich fühle mich so ausgebrannt. Und als ich sagte, was machen Sie denn, wenn Sie sich so besonders ausgebrannt fühlten, da fing er an, vom Fernsehen und von Facebook und Instagram zu erzählen. Es ist seltsam, ja, aber diese Frage, wie tanke ich auf, ist uralt. Schon in der Bibel wird immer wieder gefragt, woher nimmst du deine Energie? Denn viele von uns heute verwechseln da etwas. Wir verwechseln Auftanken mit Ablenken. Ablenken ist, ich knalle mich vor den Fernseher, lasse mich berieseln oder ich stöbere stundenlang bei Facebook oder Instagram. Da muss ich nichts tun, außer schauen oder blättern oder klicken. Aber Energie und Kraft gibt mir die Sache nicht. Es ist eben nur Ablenkung oder die Zeit totschlagen. Und darum ist diese biblische Frage ganz entscheidend. Woher nehme ich meine Energie? Denn Auftanken ist, wenn ich mich hinterher besser und kraftvoller fühle. Schlafen tankt mich auf. Oder meditieren. Ein gutes Gespräch. Eine Atem- oder Entspannungsübung. Musik machen. Ein Spaziergang in der Natur. Oder auf der Couch kuscheln. Oder ein schönes Hobby, das mich erfüllt. Mich persönlich tankt sehr auf die Gemeinschaft in einem Gottesdienst. Andere wieder nehmen dafür ein schönes Hobby, das sie erfüllt. Oder Sport, wenn ich es nicht übertreibe. Darum ist diese Unterscheidung ganz wichtig zwischen Ablenken und Auftanken. Klar ist Fernsehen, Facebook, YouTube, Netflix oder Instagram auch schön, es macht Spaß, aber es tankt mich nicht auf. Und das ist vielleicht der Grund, warum die Zahl der Menschen, die so ausgebrannt ist, immer mehr zunimmt. Weil sie Auftanken und Ablenken verwechseln und weil sie zu wenig darauf achten, was tankt mich wirklich auf? Wüssten Sie es? Allerdings reicht das nicht. Ich muss es auch tun. Und nicht nur ab und zu und nicht nur aus Verpflichtung, sondern aus Lust. Lust zum Auftanken. Wüssten Sie es? Und haben Sie heute schon eine Idee, wann Auftanken und wie dran ist? Da wünsche ich Ihnen ganz viel individuelle Ideen, Heiligen Geist. Gott segne Sie. Bleiben Sie gesund.